Also ich sage am Anfang ein paar Worte zu diesem Kontext, zum Exzellenzcluster und dann zu natürlich eben zu Felicitas Hoppe. Das Exzellenzcluster Religion und Politik beschäftigt sich grundsätzlich mit Dynamiken von Tradition und Innovation, also mit dem Wechselverhältnis von Bewahrtem und Weitergetragenem mit Neuem, Erneuertem und Erneuerndem. Und in dieser Lesereihe liegt der Fokus auf der Literatur und ihrem Anteil an diesem dynamischen Verhältnis. Auch die Beziehung von Religion und Literatur ist wiederum als ein Wechselverhältnis zu sehen. Die Frage wäre, welche Bilder, Geschichten, aber auch Sprachgesten schöpft die Literatur aus den Traditionen der Religionen und aus dem Bereich des Religiösen? Inwieweit ist der Bilder- und Geschichtenschatz religiösen Denkens bis heute Inspirationsquelle und Impulsgeber für die Literatur? Und auch andersrum, wie wirkt die Literatur mit ihrer Gestaltungskraft in religiöse Vorstellungswelten hinein, prägt sie, deutet sie gegebenenfalls auch um und neu. Der doppelte Genitiv, so verstehe ich es, dieser Reihe religiöse Dynamiken der Literatur im Titel adressiert also beides, die dynamische Wirkung, die das Religiöse in der Literatur entfalten kann und die Dynamiken, die die Literatur im Religiösen oder auch sogar in den Religionen selbst auslösen kann. Was hat das nun mit Felicitas Hoppe zu tun? Tatsächlich durchzieht das Thema Religion, wie es auch im Ankündigungstext zum heutigen Abend heißt, alle ihre Texte. Allerdings, so meine ich jedenfalls, teils mehr, teils weniger explizit. Das geht so weit, dass sie wohl auch schon immer mal wieder als katholische Schriftstellerin bezeichnet wird. Der Hintergrund mag dann wohl sein, dass sie, und darauf weist sie auch in ihren autopoetischen Äußerungen immer mal wieder hin, in einer katholischen Familie schlesischer Vielredner, wie sie sagt, im protestantisch geprägten Hameln aufwuchs. In einer Familie, in der nicht nur viel geredet wurde, sondern ebenso selbstverständlich auch Bibeltexte vorgelesen wurden, denen die Kinder sich zunächst zeichnend annähern. In dem Essayband, den wir auch auf dem Plakat hatten, Fährmann hol über oder wie man das Johannesevangelium pfeift, merkt sie zu dieser Etikettierung als katholische Schriftstellerin ironisch an, beim Schreiben denke ich weder religiös noch wissenschaftlich schon gar nicht an Botschaften. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, mich als katholische Schriftstellerin zu bezeichnen. Es ist immer die Außenwelt, die Attribute vergibt, die uns Gruppen und Ordnungen zuweist, mit denen wir zwar verbunden sind, denen wir uns aber niemals persönlich zuschlagen würden. Sicherlich wird es also insofern nicht um die Frage gehen, wie hältst du es mit der Religion oder wie hältst du es mit dem Glauben, und das schon gar nicht bei einer Autorin, und der Seitenhinweis muss dann jetzt doch sein, auch wenn es heute nicht um dieses Buch gehen wird, die mit einem Roman, der schlicht ihren Nachnamen Hoppe als Titel trägt, alles andere als eine Autobiografie, sondern vielmehr ein Paradebeispiel der Autofiktionalität vorgelegt hat. Felicitas Hoppes Werke zeichnen sich durch eine wonnevoll praktizierte Fabulierlust aus, eine spielerische Erzählkunst, die von Mündlichkeit geprägt ist oder sich aus Mündlichkeit speist, wobei es auch ein sehr wohl und durchaus bewusst verschriftlichtes Erzählen ist, das eben aus dem Oralen erwachsen ist. Ihre Texte sind gespickt mit Sprachspielen, häufig finden sich vielfältige Variationen von Sprichwörtern oder Redewendungen, die teils wörtlich genommen werden, teils umgekehrt werden, sodass eine ganz eigene Sprachwelt entsteht, was dann im doppelten Sinne zu verstehen wäre als eine Welt der Sprache und eine in Sprache gestaltete oder überhaupt erst aus ihr hervorgebrachte Welt. Diese Welt ist geprägt von einem Witz, der sich in ihren Texten nicht nur in Form von Sprachspielen realisiert, sondern auch in ironischen Brechungen des Erzählten und Geschilderten, dessen Wirklichkeitsgehalt nicht immer klar zu erkennen ist, gehen doch realistisch angelegte Passagen mit Fantasie- und Traumpassagen ineinander über. Ein weiteres prägendes Moment, das damit zusammenhängt, ist die dichte Intertextualität, die ihre Texte durchzieht. Sie wimmeln von Anspielungen auf die vielfältigsten Artefakte des kulturellen Archivs. Andere literarische Texte, Märchen, Sagen, Legenden, nicht zuletzt auch, und darum wird es heute auch gehen, heiligen Legenden. Aber es gibt auch Anspielungen aus dem Bereich der Musik, des Films, der Popkultur. Und ein Bereich, der dabei wiederholt aufgerufen wird, ist die russische Kultur und Literatur, weshalb es mir eben eine besondere Freude ist, Felicitas Hoppe hier heute moderieren zu dürfen.
sie, und jetzt zitiere ich doch den Wikipedia-Eintrag, studierte in Hildesheim, Tübingen, Eugene, Oregon, Berlin und Rom unter anderem Literaturwissenschaft, Rhetorik, Religionswissenschaft, Italienisch und Russisch. Und letzteres, nämlich das Erlernen der russischen Sprache in einem Intensivkurs an der FU Berlin, das haben wir zusammen gemacht. Wir haben dann damals alle irgendwelche, also wir haben alle russische Namen bekommen. Ich habe meinen behalten, sie war Olga. Und wenn ich eine meiner Kommilitoninnen ihren richtigen Namen sich gemerkt hätte, dann hätte ich womöglich gar nicht mitbekommen, dass es unsere Olga war, die dann einige Jahre später mit dem Picknick der Friseure ein fulminantes Debüt hinlegte. Für mich war es eben, oder für uns war sie damals, das hat sie uns nämlich verschwiegen, dass sie literarische Ambitionen hatte, sie war die Olga mit dem Cello. Gut, damit bin ich also schon bei Picknick der Friseure, 1996 das Debüt. Ich mache jetzt noch einen kurzen Durchgang durch vor allen Dingen dann die Romane, aber Picknick der Friseure wird heute auch erklingen sozusagen und trägt den Untertitel Geschichten, sind kurze Erzählungen. Und auch hier sehe ich den Anklang oder die Intertextualität auch zum Russischen, zu Daniel Harms, denke ich, zu den absurden Geschichten Daniel Harms, nämlich die Eingangserzählung handelt von einer Familie, die stundenweise einen Balkon vermietet, wobei die Mieter aus unerklärlichen Gründen immer in die Tiefe stürzen und die Familie dann mit den Schaulustigen, die sich da ansammeln, durch den Verkauf von Schnaps ein gutes Geschäft macht. Und ich musste dabei natürlich an die Fälle von Daniel Harms denken, wo auch also eine alte Frau immer wieder aus dem Fenster fällt. Dort hat das natürlich den Hintergrund, den sehr ernsten Hintergrund des Stalinismus. Aber ich denke, du hast auch gesagt, es ist einer deiner Lieblingsschriftsteller. Ja, genau. Es folgte, und jetzt sind wir bei den Romanen, 1999 Pigafetta, der erste Roman, der entstanden ist nach einer viermonatigen Reise um die Welt von Hamburg nach Hamburg mit einem Containerschiff. 2003 Paradiese Übersee, wieder über das Reisen, diesmal ein Reisen durch die Zeit, auch mit einem Ritter und einem Pauschalisten oder auch einem kleinen Bädeker und einem Forschungsreisenden oder auch einem an der Mündlichkeit orientierten Praktiker und einem an der Schriftlichkeit orientierten Ästheten. 2004 Verbrecher und Versager, 2006 Johanna, und das weiß ich, dass hier auch sicherlich ein besonderes Augenmerk drauf liegen wird, weil Martina Wagner-Egelhaff ja ein Seminar parallel zu dieser Veranstaltungsreihe veranstaltet gibt, in dem Johanna gelesen wurde und diskutiert wurde. Also wir haben hier sicherlich im Publikum Kenner dieses Textes. In dem Text geht es, ja, Johanna ist die heilige Johanna von Orléans, aber es ist eben auch nicht etwa oder nicht nur oder eher nicht eine Biografie der Johanna von Orléans, sondern es ist eher eine Erzählung oder ein Erzählen und Erzählfäden spinnen anlässlich der Figur der Johanna. Es ist sicherlich auch eben eines der Vorbilder hier eben mit der Johanna, wo Religion und Politik ganz besonders zusammenkommen. Dann werden wir nachher auch etwas hören aus Pravda, eine amerikanische Reise. Das ist ein Roman von 2018, der entstanden ist entlang einer Reise auf den Spuren der beiden aus Odessa stammenden sowjetischen Schriftsteller Ilf und Petrov, die 80 Jahre zuvor die USA einmal von Ost nach West, von Boston nach San Francisco und Los Angeles und zurück von West nach Ost über New Orleans bis Washington und New York durchquert hatten und davon in einem satirische Züge tragenden Buch namens Einstöckiges Amerika berichtet hatten. Hier geht es auch, darüber werden wir dann sicherlich nachher auch sprechen, im Hintergrund steht diese Idee der Schaffung eines neuen Menschen, die sich die Sowjetideologie im Zuge der Verwirklichung des Kommunismus auf die Fahnen geschrieben hatte und womit ja, durchaus eben auch die Sowjetideologie an religiös geprägtes Denken mit Anschluss von Vorstellungen von der Schaffung eines gottgleichen Menschen, des sogenannten Bagatschelawitschewa, also des Schaffens eines neuen, ja, gottähnelnden Menschen. Der letzte Roman, der erschienen ist, ist Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm. Daraus wird aber heute auch nicht gelesen, was sich aber, denke ich, jetzt aus dieser Aufzählung der Romane zumindest herausschält, denke ich, ist, dass so Reisen ein Thema ist, was immer wiederkehrt und aber eben auch die Beschäftigung mit historischen bzw. kulturhistorischen Figuren wie der Johanna oder den Nibelungen oder Ilf und Petrov. Wobei das weniger
würde ich sagen, als Motiv in den Werken auftritt, denn irgendwie so ein Impuls zur Schaffung ganz eigener Erzähl- und Sprachwelten fungiert. Und die Frage wäre dann, ist es so auch mit der Religion, die uns sicherlich heute beschäftigen wird? Und ich möchte hier noch einmal dich zitieren aus eben dem Fährmann hol über, wo du dazu geschrieben hast, auch Schriftsteller neigen dazu, viel zu reden. Manchmal auch dann, wenn es um Literatur und Religion geht, um jenes Minenfeld von Bekenntnissen also, dem sie bekanntlich mit begründeter Vorsicht und mit Ausweichmanövern begegnen, mit einer vorgetäuschten Bescheidenheit, die sich gelegentlich durchaus als Anmaßung entpuppt und in der Regel nichts als der leise Versuch ist, sich wenigstens kurzfristig aus der Affäre zu ziehen. Nicht ganz so aus der Affäre gezogen hast du dich in einem Interview mit der Welt, wo du die Frage, ob Heilsgewissheit ein Grundzug der eigenen Literatur wäre, verneint hast und stattdessen von einem Aufgehobensein gesprochen hast, von einem Grundvertrauen, einem Grundgefühl von Ordnung, dem das eigene Schaffen künstlerischer Ordnungen korrespondiert, das darin vielleicht auch erst überhaupt seine Ermöglichungsbedingung hat. Formgabe ist Sinngabe, das fand ich ein sehr schönes Zitat. Und damit ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wesentlicher Zug des eigenen Schaffens angesprochen, denn bei aller spielerischen Gewitztheit, überbordenden Fantasie und ironischer Infragestellung sind die Werke doch auch von einem deutlichen Bewusstsein von und für Formgebung gekennzeichnet. Damit will ich jetzt aber die Frage nach dem Stellenwert der Religion für dein Schreiben nicht vorweg beantwortet haben. Ebenso wenig, wie wir zulassen werden, dass du dich aus der Affäre ziehst. Oder wenn, dann möchten wir dabei zumindest zusehen und zuhören. Und in diesem Sinne werde ich jetzt also die Frage weitergeben nach der Rolle, dem Stellenwert der Religion, des Religiösen für dein Schreiben. Ja, einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Irina, für diese reiche Einführung. Es ist ja immer etwas bedrückend zu sehen, was sich ansammelt. Aber es ist sehr schön, wieder in Münster zu sein. Das letzte Mal war ich hier. Ich habe mich vorhin erkundigt, das war 2019. Da durfte ich im Dom sprechen. Das ist für mich schwierig. Wir kommen vielleicht darauf später zurück. Ich spreche nicht gern in Kirchen. Und damit ist eigentlich ein Punkt schon angeschnitten, der vielleicht zeigt, wo ich stehe, auch wo ich mit meiner Arbeit stehe, die ganz sicher motivisch von ihrer ganzen Anlage her absolut grundiert ist, wie von dir geschildert, von diesem katholischen, wie genau, darüber könnte man sprechen. Aber es ist natürlich etwas völlig anderes, aus diesem Fundus zu schöpfen und mit ihm umzugehen oder ihn in einem kirchlichen Raum, in einem dezidiert kirchlichen Raum zu präsentieren. Und wir haben vorhin noch kurz darüber gesprochen, die Predigt ist aus meiner Sicht ein Genre, das sehr, sehr, sehr schwierig ist, das ganz eigenen Gesetzen folgt und das man nicht ohne weiteres schriftstellerisch abhandeln kann. Ich will damit nicht sagen, Predigten wären, also eine literarische Predigt ist eine heikle Sache und die Zielrichtung ist eine andere. Und sicherlich verfallen Schriftstellerinnen und Schriftsteller durchaus gelegentlich in einen Predigerton, das kommt alles vor. Und es gibt auch natürlich andere, die sich das Literarische aneignen. Und das meine ich mit diesem Minenfeld. Es werden Schnittmengen behauptet, die manchmal vielleicht nicht da sind. Aber natürlich, einige davon kann man festmachen. Ich will gar nicht lange reden, sondern gleich anfangen. Wir haben mit Irina besprochen, dass es tatsächlich für sie schön sein könnte oder interessant sein könnte, wie der rote Faden durch das Werk läuft. Und deshalb beginne ich mit einem kleinen Text aus meinem Erstling Picknick der Friseure. Wobei wichtig zu wissen ist, dass das Schreiben natürlich lange vorher begann. Das klang vorhin so ein bisschen wie, die Hoppe-Kinder mussten sich die Bibel anhören und dazu zeichnen. Ganz so schlimm war das bei uns zu Hause nicht. Das war alles doch eher sozusagen vom Zufall gesteuert. Auch so das Schreiben, da wir 5 Kinder sind oder damals, als wir noch Kinder waren, das war gar nicht möglich zu kontrollieren, was sich dort wirklich vollzog. Ich habe mit dem Schreiben früh angefangen, ungefähr mit 7. Aber ich erspare Ihnen jetzt meine ersten Texte. Es gibt auch da religiöse Spuren. Es gibt einen kleinen Zyklus, der heißt Geschichten mit einer Moral. Und da merkt man ganz, ganz deutlich, woher der Wind weht. Und deshalb lese ich Ihnen die ganz bestimmt nicht vor,
sondern beginne jetzt mit einem Text, den ich ganz bewusst ausgewählt habe, aus Picknick der Friseure, weil er schon im Titel, einen religiösen oder motivisch-religiösen Zusammenhang andeutet. Dieser Text heißt Das Refektorium. Seit 3 Tagen vernehme ich eine vorbetende Stimme im Speisesaal, obwohl der Steward mir glaubhaft versichert hat, dass sich keine Vertreter religiöser Gemeinschaften an Bord befinden. Aber sobald ich meinen angestammten Platz bei Tisch eingenommen habe, erhebt sich aus der hinteren rechten Ecke ein Murmeln von Versen, die mir bekannt vorkommen. Sofort möchte ich mitsprechen. Aber ich bewege nur unbestimmt die Lippen und halte den Kopf gesenkt, weil ich nicht die Aufmerksamkeit der Mitreisenden erregen möchte. Wir kennen einander allzu gut. Selbst die Begüterten unter uns haben alle Mühe, jeden Morgen in einem neuen Kostüm aufzutreten. Es scheint aber, dass der Vortrag nur mir zu Gehör gebracht wird. Die anderen Passagiere setzen unbekümmert ihre Gespräche fort, während sie lustlos auf ihren Tellern herumstochern. Über den Speisezettel herrscht allgemein Missstimmung, weshalb man hier die Mahlzeiten ausschließlich mit Reden über das Essen hinbringt. Gestern habe ich mich dem Steward anvertraut. Er ist die einzige vertrauenswürdige Person an Bord. Den Schiffsarzt meide ich, obwohl er sich gleich bei Reiseantritt durch vorzügliche Empfehlungsschreiben bei uns eingeführt hat. Er ist ein Mann von schöner, stattlicher Erscheinung. Nicht nur weibliche Mitreisende stehen vor seiner Kabinentür Schlange, wenn er seine wöchentliche Sprechstunde abhält. Migräne und Fieberanfälle mitten in der Nacht sind keine Seltenheit. Der Steward hingegen ist ein Mann, der sich bedeckt hält. Von kleinem Wuchs und wenig einnehmender Gesichtsbildung legt er seine ganze Wirkung in seinen Blick, dem mir niemand standhalten kann. Aber kann der Steward alles wissen? Die Stimmen im Speisesaal reden nicht in menschlichen Zungen. So bin ich in tiefes Grübeln verfallen, dass ich auch bei meinem täglichen Spaziergängen auf Deck im Anblick schöner und junger Matrosenkörper nicht verliert. Ich habe es längst aufgegeben, die Blicke der Matrosen auf mich ziehen zu wollen. Sie heben nicht einmal die Augen, wenn ich vorübergehe. Vom ersten Tag an schenkten sie mir keine Beachtung, obwohl die Witterung damals noch günstig war. Ich lehnte in leichter Sommergarderobe an der Reling und versuchte, meinem Hals einen verführerischen Bogen zu geben, etwa wie wenn man den Kopf leicht nach hinten neigt, um sich vor einem Sonnenuntergang fotografieren zu lassen. Niemals hätte ich gewagt, die Hängematten der Matrosen aufzusuchen, wie meine Tischnachbarin. Eine Frau in den besten Jahren, die Matrosen für ihre Dienste bezahlt und mich gleich am ersten Tag über die geltenden Tarife in Kenntnis setzte. Der Schiffsarzt lässt sie vollkommen kalt. Die Hand eines Mannes muss grob geschnitten sein, sagte sie, als man das Dessert servierte. Seither ist das Gespräch zwischen uns auf angenehme Weise verstummt. Ich möchte meinen Platz im Speisesaal gegen keinen anderen tauschen. Mir gegenüber sitzt ein blinder junger Mann von unaufdringlichem Äußeren und mit ausgesuchten Manieren. Mit einem schönen Sinn für Gerechtigkeit verzehrt er seine Mahlzeiten. Den diensthabenden Kellnern dankt er mit einem Lächeln, das sein Gesicht aufschließt. Die Kellner erröten bis über die Ohren. Erröten Sie nicht, sagt er. Es ist mir heiliger Ernst. Er dreht seine weißen Augäpfel zum Fenster hinüber und faltet seine Serviette zusammen, bevor er sich erhebt und uns mit einem leisen Kopfnicken verlässt. Der Platz neben dem jungen Mann ist für eine alternde Diva freigehalten, die eines Tages beim Sprechen eines langen Monologs auf der Bühne ihre Stimme verlor und es auf ihrer letzten großen Reise vorzieht, sich die Speisen in ihrer Kabine auftragen zu lassen. Dort erinnert sie sich beim Anblick des Meeres
Und der in schwarze Fräcke eingenähten Körper der Kellner, der großen und leidenschaftlichen Gesten ihrer Vergangenheit. Auf ihre Abwesenheit bei Tisch möchten wir nicht verzichten. Aber was wird sein, wenn sie eines Tages nicht mehr unter uns ist, um uns durch ihr Schweigen zu beglücken? Der schöne, stattliche Schiffsarzt wird eines Morgens ihren Tod feststellen. Kreischend wie Möwen stürzen wir von unseren rot gepolsterten Stühlen im Speisesaal. Überstürzt legen wir Trauerkleider an. Die Matrosen stehen in Reih und Glied, wenn man den Sarg mit dem Leib der Schauspielerin über den Landungssteg trägt. Sie holen Lieder aus ihren Kehlen hervor, die so schön und so traurig sind, dass die Damen am Kai sich die Schleier zerreißen und die Kinder Taschentücher hochwerfen, die sich am Himmel auffalten wie fliehende Seelen. Wir bewegen unbestimmt unsere Lippen. Wir wissen nichts von den rauen Kehlen in den kräftigen Hälsen der Matrosen und von den starken Zungen in ihren Mündern, mit denen sie Töne anschlagen, die über ihre glänzenden Lippen springen. Sie singen von Ländern, in denen wir nie gewesen sind, und von Orten, die wir auf dieser Reise nicht mehr erreichen werden. Bis zum Ende der Begräbnisfeierlichkeiten werden wir in einem unbekannten Hafen festliegen. Der Schiffsarzt hielt seine Brille gegen das salzige Licht und reinigte seine Instrumente. Die Passagiere waren schon ausgeschwärmt und überfüllten begeistert die kleinen Hafengaststätten. Sie tranken den billigen Wein, den sie so lange entbehrt hatten, und trugen ihr Geld in die Läden der Stadt. Die jungen Damen legten wieder die Sommergarderobe an und tauschten ihre Reisebegleiter gegen jüngere Kofferträger. Die Zurückgebliebenen prüften ihre Bestände und verschwanden in dunklen Hauseingängen. Ich stand an der Reling und blickte in die Augen des Stewards. Aber der Steward ist nicht der Kapitän. Und der Kapitän hatte das Schiff verlassen, um die nötigen Formalitäten zu erledigen. Zurückgeblieben waren nur die Kellner, die die umgestürzten Stühle im Speisesaal wieder an die richtige Stelle rückten und den Tisch frisch eindeckten für den blinden jungen Mann, der als einziger das Schiff nicht verlassen hatte. Er stand auf dem Sonnendeck und warf eine Handvoll Sand gegen den Wind. Ja, vielen Dank für diese. Wie war das? Damit wir sehen, woher der Wind wehte, schon von Anfang an. Es ging weiter mit Reisen, aber dann eben nicht auf einem Passagierschiff, sondern auf einem Containerschiff, ja. Wo man dann keine Gesellschaft auch nicht mehr nicht haben konnte, auch keine Abwesende oder jedenfalls keine Schiffsgesellschaft, sondern eben die Besatzung. Also das ist jetzt ganz spannend, wenn man das Refektorium nimmt, das sozusagen mit Versatzstücken spielt, die ich gehört habe, von denen ich irgendwie, mit denen ich in Verbindung bin, zum Beispiel das Refektorium. Ja, das ist ja natürlich alles Fantasie und jetzt beim Lesen, der Text ist ja sehr alt, also fast 30 Jahre alt und das ist eine eigenartige Wiederbegegnung. Man dann merkt, er ist mit etwas aufgeladen, dann gibt es den blinden Mann und das Interessante ist aber, dass das Meer und die See sozusagen immer für Andeutungen metaphysischer Motive herhalten muss. Also wenn es metaphysisch zugehen soll, begibt man sich sehr, sehr gerne aufs Meer. Und deshalb war für mich natürlich ganz großartig, eine Probe zu machen. Du hast vorhin den Begriff der Wirklichkeit ins Spiel gebracht. Ja, die Frage ist, was ist wirklich, was nicht, der Traum? Da würde ich schon einen kleinen Einwand bringen, der in Bezug auf die Religion ja ganz entscheidend ist. Was ist eigentlich wirklich? Was ist wirklich? Also mich irritiert ja immer diese Behauptung, Traum sei nicht Wirklichkeit. Und das verfolgt mich ja seit meinem Debüt. Nicht? Also wenn man einen Text nicht versteht, aber denkt, gar nicht so schlecht geschrieben, und das ist bei mir in der Regel der Fall, das ist jetzt die freundliche Sichtweise, dann behilft man sich mit dem Begriff der Traumlogik. Ja? Verstehen wir nicht, aber das ist wohl Traumlogik, so träumt man eben. Und mich hat das irritiert, nicht nur, weil ich eine intensive Träumerin bin, sondern weil ich glaube, dass Träume ein ganz, ganz elementarer Teil unserer Wirklichkeit sind.
Also wir schlafen nachts, wir träumen nachts, ob wir uns dessen erinnern oder nicht. Und diese Vorstellung, so zu tun, als geschehe das in einem anderen Milieu gewissermaßen, also wie in einer Parallelwelt, das ist ja eigentlich lachhaft. Und ähnlich ist es auch mit der Literatur und vermutlich auch mit der Religion. Aber wie dem auch sei, ich habe für Picknick einen Preis bekommen, einen von den nicht genannten, genau, meinen ersten großen Literaturpreis und wurde dann immer gefragt, was ich mit dem Geld machen möchte. Eine unverschämte, typische Frage, ja, das ist nämlich nicht sehr viel Geld. Und habe dann aus Trotz gesagt, ich mache eine Weltreise, was ich nie machen wollte. Und dann war die Frage, wann fahren Sie denn? Und dann musste ich das realisieren. Ich habe nach dem einfachsten Weg gesucht, um die Welt zu kommen. Und der einfachste Weg ist, sich auf ein Schiff zu setzen. Irina hat es schon erwähnt, in dem Fall in Hamburg, und 4 Monate zu warten. Und dann ist man wieder in Hamburg. Und das war die Probe aufs Exempel. Und das Ausrichten oder das Abgleichen in gewisser Weise ungewollt einer Fantasiewelt, einer erzählten Welt, auch einer biblischen Welt. In der Bibel wimmelt es ja auch von Wassergeschichten. Wasser spielt in der Bibel eine ganz große Rolle. Und jetzt sitze ich plötzlich auf einem ganz stinknormalen Containerfrachtschiff und mein ganzer wunderbarer Fabulierfundus muss sich sozusagen messen lassen an dem, was ich da vorfinde. Das war eine ziemlich harte Probe. Und dann habe ich diese Reise gemacht und dann bin ich nach Hause gekommen, habe einen Roman darüber geschrieben und aus dem lese ich Ihnen ein kleines Stück vor und da werden Sie sehen, wie verzweifelt ich versucht habe, die Wirklichkeit wieder in meinen Traum zurückzuverwandeln. Aber wenn Sie das jetzt abgleichen mit dem Refektorium, dann sieht man doch einen gewissen Unterschied. Ich lese eine kleine Passage. Wir befinden uns jetzt im Atlantischen Ozean. Sie müssen sich das vorstellen, 17 Mann Besatzung. Und dann gibt es auf diesen Schiffen verrückte Leute wie mich, die sogenannten zahlenden Gäste. Die dürfen dann mit den Offizieren in der Messe speisen und ansonsten passiert auf dem Schiff eigentlich nichts. Und da sind jetzt diese zahlenden Gäste, ein französischer Klempner, ein Makler-Ehepaar aus Bremerhaven, ein englischer Geograf, ein amerikanischer Pfirsichzüchter und die Erzählerin. Die sitzen da jetzt und unterhalten sich darüber, was zu tun ist, wenn dieses Schiff in Seenot gerät, was sie überhaupt tun können. Und sie kommen ziemlich schnell darauf, dass sie eigentlich nichts tun können. Denn in Wahrheit besteht die einzige Aussicht auf Rettung darin, sich mit der Strömung treiben zu lassen, in der Hoffnung auf ein anderes vorüberfahrendes Schiff. Immer war es der Geograf, der als erster ein Schiff entdeckte, denn er führte den Blick auf das Fenster, den Vorsitz am Tisch der zahlenden Gäste, sehr zum Ärger von Herrn Hapolati, dem Makler aus Bremerhaven, der auf Hochzeitsreise war und der jüngeren Frau Hapolati gern etwas geboten hätte. Aber weil sie nach dem Geographen an Bord gekommen waren, saß er jetzt mit dem Rücken zum Fenster und versuchte jedes Mal auf dessen Zuruf seine Hast und seinen Hass zu verbergen. Er warf einen langen, prüfenden Blick auf das Wasser, dann drehte er sich zu seiner Frau um und flüsterte ihr, »O Geliebte, ein Schiff ins Ohr«, wobei er immer ein wenig spuckte, denn ihm fehlte ein Zahn im unteren Kiefer. Erst wenn das Schiff längst verschwunden war, stand Frau Hapolati auf, drückte ihr Gesicht am Fenster flach und versuchte, Begeisterung auszudrücken. Und aus Höflichkeit drehten auch die Offiziere am Nebentisch noch einmal die Köpfe leicht zum Fenster hinüber. Nur der französische Klempner, der seit Le Havre sprachlos und mit dem Rücken zur Wand an unserem Tisch versuchte, sich allmählich in einen Passagier zu verwandeln, hielt den Kopf hartnäckig gesenkt. Zwischen den Tischen lief lautlos und lächelnd wie ein Artist der philippinische Steward. Er lächelte auch bei hohem Seegang, wenn Frau Hapolati nicht mehr zu den Mahlzeiten erschien und es sogar am Tisch der Offiziere stiller wurde. In der Küche klirrten die Teller,
Der Koch drehte das Radio sehr laut und der Geograf verzichtete auf die großen Gesten, mit denen er sonst während der Mahlzeiten Landkarten aus der Luft schnitt. An den Tischen gerieten die Manieren ins Wanken. Die ganze Anstrengung richtete sich jetzt auf die Beherrschung von Messern und Gabeln über dem Abgrund. Und hätten der Klempner und ich nicht gelegentlich unsere Arme nach dem Stuhl des Geographen ausgestreckt, er wäre zwischen uns samt Teller und Suppe ins Nichts gerutscht. Dabei sind die Regeln einfach und rasch zu erlernen. Bei schlechtem Wetter weniger Suppe in die Teller, bei noch schlechterem Wetter Verzicht auf die Suppe. Den Kaffee, den Tee, das Wasser nur auf halbe Höhe einschenken und immer die Zeit zwischen zwei Wellen nutzen, um voranzukommen. Im Zweifelsfall essen statt sprechen und immer eine Hand an der Kante des Tisches. Man muss sich vertäuen, verankern, einrasten, wie die Türen und Schubladen an Bord. Früher führten wir noch die Suppe mit dem Löffel zum Mund und nicht den Mund zur Suppe. Das ist jetzt vorbei. Das Wetter war fürchterlich. Die alte Welt zerbrach wie ein Tontopf. 6 Tage und 6 Nächte brüllte der Sturm, es brüllte die Flut und in der eigenen Kabine nebenan stöhnte Frau Hapolati, die es satt hatte, die Gattin eines Maklers zu spielen, der auch nur ein Gast auf Erden ist, in diesen geliehenen Zimmern über dem Ozean. Dann begann es zu regnen. Herr Hapolati biss bei Tisch die Zähne zusammen und drehte sich auch nicht mehr um, wenn der Geograf von Schiffen an einem Horizont sprach, der hinter dem Vorhang aus Wasser immer nur für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen war und dann wieder hinter den Wellen verschwand. Am 7. Tag versprach uns der Kapitän besseres Wetter. Aber als ich um 7:30 die Messe betrat, saß der Klempner allein unter der schwankenden Uhr und war damit beschäftigt, über einem rohen Stück Fleisch ein Ei aufzuschlagen und mit frischen Zwiebeln zu belegen. Weil ich den Steward nicht enttäuschen wollte, setzte ich mich dazu und bestellte dasselbe. Da hob der Klempner plötzlich den Kopf, schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und schrie die schöne und einfache Predigt der Klempner gegen das Heimweh und die Seekrankheit im Auge des Sturms. Travailler et manger. Der Mensch braucht einen Glauben. Und auf 9 Meter hohen Wellen, was nicht hoch ist, Ruhe, Eier auf Fleisch. Beim Schneiden der Zwiebel beginnen die Augen zu tränen, der Blick trübt sich und man hört langsam auf, sich an Landschaften zu erinnern. Ich schloss die Augen, schob den ersten Bissen in den Mund und begann vorsichtig zu kauen. Da ertönte das Alarmsignal. Ich ließ die Gabel fallen, stürzte hinauf in meine Kabine, legte die leuchtende Schwimmweste an und rannte hinunter auf das 2. Aufbaudeck. Der Kapitän war nirgends zu sehen. Der erste Offizier zählte die Matrosen, die Helme und Westen über die Schultern geworfen, gelangweilt um das Rettungsboot herumstanden. Es fehlte der Koch, der philippinische Feigling, schrie der Offizier. Die Matrosen verstanden ihn nicht und lachten. Hinter mir stand Herr Hapolati und verhandelte mit dem 2. Offizier, der eine wegwerfende Handbewegung machte und sagte, Sie können Ihrer Frau nachher erklären, wie man sich rettet. Hinter Herrn Hapolati stand der Geograf, weiß im Gesicht, die Hand mit dem Hut auf dem Kopf, das Kinn eingeklemmt in den Reißverschluss einer englischen Jacke, die Schuhe sorgfältig geschnürt. Der Klempner kam in Sandalen und kurzen Hosen und erhielt eine Rüge. Ich stimmte ein Seemannslied aus meiner Schulzeit an, von Männern, die, weil sie unbedingt auf Kaperfahrt wollen, Bärte und einsilbige Namen tragen müssen, aber niemand fiel ein. Nacheinander traten wir an und stiegen in das raketenförmige Rettungsboot. Der erste Offizier schloss von außen die Tür und ich hörte auf zu singen. Drinnen war es eng und stickig. Der Geograf keuchte und drückte sich in den Sitz neben mir. In der Dunkelheit hinter mir lächelte der Steward.
Vorne an meiner Rettungsweste war eine kleine Lampe befestigt, damit man mich besser sehen kann im Ozean. Im Licht der Rettungslampe überflog ich ein letztes Mal die Sicherheitsrolle, die Pigafetta mir mit auf den Weg gegeben hatte. Verlassen Sie das Schiff nur auf Befehl. Ruhe und Umsicht bewahren. Genau nach der Sicherheitsrolle handeln, auf keinen Fall Kleidungsstücke ablegen, vor dem von Bord gehen, reichlich warme Flüssigkeit, keinen Alkohol zu sich nehmen. Nach Möglichkeit nicht ins Wasser springen, im Wasser zusammenbleiben, Signalpfeife benutzen, umtreibendes Rettungslicht sammeln, unnötiges Schwimmen vermeiden, an treibenden Gegenständen festhalten, so viel Rettungslicht und Treibholz wie möglich sammeln, daraus einen Kasten bauen, mit Kammern darin und zwar so. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen sei die Weite und 30 Ellen die Höhe. Oben an ein Fenster machen, mitten in die Seite eine Tür setzen, drei Böden einziehen, einen oben, einen in der Mitte, den dritten in der Höhe. Denn siehe, ich will eine Sintflut mit Wasser kommen lassen. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen, auch die Mönche. Aber du sollst in den Kasten gehen und in den Kasten tun ein Fass Wein und allerlei Tiere und das Ehepaar Hapulati, dass sie lebendig bleiben bei dir. Da hätten wir dann wohl nicht mehr nur die Vermischung von Wirklichkeit und Traum oder Fantasie, sondern auch von ja, biblischen Worten und dem Erlebten, Erzählten. Wobei eben, also du hast selber gesagt vorhin, das ist ja geschrieben danach. Also mich würde auch nochmal interessieren, diese sozusagen die zeitliche Distanz, was die macht, ja. Also welche Rolle die spielt oder was die ausmacht mit dem also Verschriftlichen dann. Dieser Text ist relativ schnell nach der Reise erschienen. Also ich habe mich eigentlich kurz darauf ans Werk gemacht und habe den auch sehr schnell geschrieben. Ich glaube in so 3-4 Monaten. Auf der Basis eines Reisetagebuches. Mhm. Der Unterschied ist beträchtlich. Also das Reisetagebuch ist eigentlich langweilig. Beziehungsweise stehen da natürlich dann Dinge drin. Also jetzt denke ich immer, die Reise wäre wirklich so gewesen, wie sie im Buche steht. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber die Figuren sind doch sehr realistisch. Und was natürlich ist das Verfahren ein anderes. Aber interessant ist ja, wenn man jetzt diese Passage nimmt, die ja die Arche Noah-Passage ist, dann war das kein Plan und damit gehe ich quasi in medias res. Wie kommen eigentlich die Motive in die Texte? Das ist ja nicht so, dass ich dann da sitze und denke, ach, das reichere ich jetzt mal so mit Anspielungen an und so mit Stoffen, sondern man sieht, dass das ein Fundus ist, der sozusagen immer präsent ist und unterschwellig da ist und mitläuft beim Schreiben und der wird dann quasi durch bestimmte Impulse aufgerufen und kann jederzeit aktiviert werden. Ja, das ist wie mit Requisiten aus Märchen, die plötzlich auftauchen, weil diese Texte so verinnerlicht sind, man ist also quasi durchdrungen, ja, wie oft habe ich diesen Text gehört und als ich dann die Geschichte der Sicherheitsrolle schrieb, auf dem Schiff fanden Realita, ich glaube einmal im Monat, alle 4 Wochen, das ist so schifffahrtsrechtlich festgelegt müssen, Sie haben bestimmt auch mal Schiffsreisen gemacht, da müssen diese Westen angelegt werden und man muss dann mal in dieses Boot steigen und so. Und die Sicherheitsrolle ist ja auch keine hoppische Erfindung, sondern die Anweisungen für den Fall einer Havarie, die sind wirklich, die stehen auf einem Plakat, aber das heißt Sicherheitsrolle, weil früher diese Dinge eben gerollt wurden, die Seekarten waren alle gerollt und nicht gefaltet. Und dann kommen so diese alten Begriffe, auch Handwerksbegriffe, natürlich ins Spiel. Und als ich dann versuchte, diese Erfahrung dieses Sicherheitstrainings zu schildern, poppte automatisch natürlich der Arche Noah-Text auf. Und das ist etwas, was mir beim Schreiben permanent widerfährt. Also das ist in dem Sinn keine Konstruktion, sondern das stellt sich beim Schreiben zwangsläufig ein.
Und wenn ich zwangsläufig sage, meine ich auch zwangsläufig, das ist nicht immer schön. Es ist ein Zwang. Und das heißt, damit ist man durchtränkt von Kindesbeinen an. Wir mussten ja in die Kirche gehen. Man kriegt das ja auch nicht mehr aus dem System. Ja? Also das heißt, das wird ja permanent getriggert. Und das ist dann nicht irgendwie so schlau, dass man sagt, haha, ich fahre jetzt mal die religiöse Schiene. Sondern es drängt eben sich förmlich auf. Dazu kommt natürlich, dass dieser ungeheuer prosaische Seemannsalltag, es gibt nichts Unromantischeres als die Seefahrt. Und trotzdem sind diese Menschen, die ja bis heute mit einer Unwägbarkeit auch der Natur, also ich meine, diese Stürme hier sind nicht erfunden, der Seegang ist nicht erfunden, wir haben allerlei Stürme erlebt. Die Seeleute sagten immer, wenn ich das für einen Sturm hielte, so, also ich fand, das war schon recht stürmisch. Aber man merkt, dass das ganze Leben durchdrungen ist, auch von dem, was wir einen Randbereich der Religion, nämlich der sogenannte Aberglaube. Also Aberglaube und Bannzauber und bestimmte Rituale haben sich in der Seefahrt bis heute bewahrt, aber in einer Form, die nicht reflektiert wird. Und das betrifft ja unser aller Leben. Also, dass wir Talismane haben, dass wir Glücksbringer haben, dass wir uns an Gegenständen irgendwie, dass wir die gerne bei uns wissen, dass wir an etwas festhalten. Und der Talisman oder Glücksbringer ist ja nichts anderes als eine Berührungsreliquie. Nicht, wenn wir darüber nachdenken, lachen wir, aber im Alltag gehen wir alle mit diesen Dingen um. Und diese Art von Reliquia oder Requisite taucht in meinen Texten, die tauchen da immer wieder auf. Und nicht als ausgeklügelte literarische Symbole, sondern als Alltagsgegenstände. Es ist der pure Alltag. Und wenn wir uns auf unseren eigenen Alltag hin befragen, wie wir uns im Alltag so durchlavieren, werden wir, wenn wir ehrlich sind, auf sehr viele dieser Spuren stoßen. Was jetzt nicht irgendwie heißt, wir wären religiös oder so, sondern wir ziehen das als kulturelle Schleimspur ja quasi immer mit. Nicht? Und das geht hin bis zum Beispiel, da hieß es dann am Sonntag, hieß es dann, wir feiern jetzt Messe. Und ich dachte, oh wow, hier gibt es eine Messe irgendwie auf dem Schiff. Dieses Feiern der Messe war ein gemeinsames Bier trinken. Und donnerstags war der sogenannte Seemannssonntag. Die Kapitel, das können Sie in dem Buch sehen, die haben oft auch religiöse Konnotationen. Und dann habe ich gefragt, wieso ist denn der Donnerstag Seemannssonntag? Und dann hieß es, ja, Donnerstag gibt es einen besonderen Nachtisch. Donnerstags gab es zum Nachtisch Eis. Also das heißt, die Außergewöhnlichkeit eines Begegnisses, also eines Tages außer der Reihe. Und daran sieht man, wie diese Rituale, also eben von religiösen Mustern grundiert, den Alltag bestimmen. Und du hast vorhin dieses, finde ich ganz toll, dass das Zitat von mir ist, Formgebung ist, wie hieß es, Sinngebung? Formgabe ist Sinngabe. Sinn, fand ja, ich toll. Sehr schön, ja. Ja und das hängt ja dann wiederum ganz stark mit Regelwerken zusammen und dieser Mikrokosmos des Schiffes. Und deshalb war das natürlich eine geniale Wahl, die Reise dort zu machen. Der lässt die Dinge in einer einfachen Deutlichkeit aufscheinen, denn sie brauchen auf so einem Schiff ein extremes Regelwerk. Ohne Regelwerk läuft dort gar nichts. Das heißt, es ist einer Ordnung unterworfen. Und wenn die nicht eingehalten wird, dann geht die Sache schief. Nicht? Und das Schiff ist ja im Gegensatz zu unserer Gesellschaft bis heute ein strikt hierarchisch organisiertes Gebilde. Also der Kapitän hat den Oberbefehl und dem haben alle zu gehorchen. Das ist so. Ja? Also eigentlich ein Kirchenprinzip. Ja? Weiß nicht, wie das in Zukunft sich entwickeln wird, aber es herrscht auf Schiffen auch ein anderes Recht. Ja, das ist, und all diese Dinge sind interessant und deshalb ist für mich, es gibt drei Typen, die, glaube ich, als literarische Beobachtungsform, also drei institutionelle Einrichtungen, die interessant sind. Das sind die Schiffe, das sind die Klöster, die ja tendenziell aussterben, und die Gefängnisse. Und da laufen alle diese Dinge zusammen, im Schönen wie im Schrecklichen.
Wie machen wir jetzt den Bogen zu Johanna, die im Gefängnis sitzt teilweise? Ja. Aber ich glaube, das war, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht der Anlass, sich mit Johanna zu beschäftigen. Aber das würde ich vielleicht erstmal fragen. Was hat dich zu Johanna geführt, zu Johanna von Orléans? Also es ist interessant, mir fällt es jetzt auf durch deine Fragen, Irina, wie kommt der Bogen tatsächlich von Pigafetta zu Johanna? Das ist ja... Doch, die Verbrecher und Versager waren, glaube ich, noch dazwischen. Ja, es gibt noch was Paradiese übersehen. Ja. Es ist ganz klar, das haben wir jetzt der Einfachheit halber ausgelassen, der Folgeroman von Pigafetta ist ja Paradiese Übersee. Sie sehen, das Meer lässt mich nicht los. Und das ist ein Ritterroman, der wohlgemerkt im 21. Jahrhundert spielt. Es hängt damit zusammen, dass mich die christlichen Ritterromane des Mittelalters beschäftigt haben. Da habe ich auch ein Kinderbuch geschrieben, im Iwein Löwenritter. Und in diesem Paradiese Übersee geht es eben auch um einen Ritter des 21. Jahrhunderts. Und hier tauchen ganz explizit Heiligengeschichten auf, die oft auch mit der Seefahrt verbunden sind. Also die Spuren kann man verfolgen. Was mich jetzt an Jeanne d'Arc natürlich besonders interessiert hat, und das sind dann zwei auch genuin doch auch religiös besetzte Dinge. Einmal der Ritter, der sich bei, das ist ja das Paradoxe an der Ritterfigur, das ist ja die edelste und obszönste Figur überhaupt. Also der Ritter als Prototyp der europäischen Kultur, ja, der das Größte und das Lächerlichste in sich vereint. Also eine Figur, die dann auch in der Literatur bis in die Degeneration getrieben wird und genuin männlich. Und dann stellt man sich plötzlich die Frage, wie steht es da eigentlich mit den Frauen? Aber Jeanne d'Arc selber als Figur, Johanna von Orléans, bin ich also nicht, weil ich jetzt verzweifelt nach einer ritterlichen Frauenfigur suchte, sondern weil ich in einem anderen Zusammenhang auf die Gerichtsprotokolle von Jeanne d'Arc stieß. Jeanne d'Arc ist ja vor dem Gericht der Inquisition verurteilt worden und wir haben es hier mit einem der wirklich bestdokumentierten Prozesse tatsächlich des 15. Jahrhunderts zu tun. Und das ist total verrückt, wenn man diese Protokolle liest und zumindest glaubt, die Stimme dieser jungen Frau zu hören, die sich dort vor dem Gericht selbst verteidigt. Da war für mich klar, ich möchte mit diesem Stoff umgehen, ich möchte etwas damit machen. Es hatte aber noch einen anderen Grund, der mich an Johanna angezogen hat. Sie ist nicht der Frauentyp, der eine Männerrolle sucht. Also wir kennen das vom Gustav Adolfs Page. Also wir kennen den Typus der Frau, die sich als Mann verkleidet, um an dem männlichen Leben teilnehmen zu können, als Piratin oder Kriegerin. Bei Jeanne d'Arc ist es explizit so, dass sie ihre Frauenrolle, und zwar ihre Jungfrauenrolle, zu ihrem Label macht. Also Jeanne d'Arc wollte nicht als Mann auftreten, sondern sie ist die Jungfrau. Und das setzt sie also fast marketingmäßig ein. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Sie ist Jungfrau und Ritter in einer Person. Da, auf die Idee muss man erstmal kommen. Das ist ziemlich genial und sucht also in der Geschichte schon seinesgleichen. Und Sie kennen ja alle das klassische Muster. Also die Jungfrau sitzt in der Regel im Turm und wartet darauf, gerettet zu werden. Der heilige Georg ist ein Beispiel dafür. Er erlöst die Jungfrau, die immer dem Drachen geopfert werden muss. Und hier wird es umgekippt. Jeanne d'Arc ist eine Jungfrau, aber sie ist auch der Ritter. Also sie ist eigentlich beides in einer Person. Und ich kann noch einen anderen Grund nennen, warum ich über Jeanne d'Arc arbeiten wollte. Ich habe auch vielleicht zwanghaft so eine Neigung zu großen Stoffen, an denen man eigentlich nur scheitern kann. Ja, also, und die auch schon abgenutzt scheinen. Also über die Seefahrt wurde 1000-mal geschrieben und ich weiß nicht, wie viele Werke. Jeanne d'Arc ist, glaube ich, ist eine der meist verfilmten Personen der Geschichte und es gibt unendlich viel über sie. Interessanterweise fast nur von Männern. Das ist hochinteressant. Also die meisten literarischen Verarbeitungen stammen tatsächlich von Männern. Sie erfreut sich bei Männern großer Beliebtheit, bei Frauen übrigens weniger. Das ist sehr interessant.
Also sie ist nie eine Galionsfigur jetzt der Emanzipationsbewegung geworden. Kann man gut begründen, aber das führt, glaube ich, jetzt zu weit. Soll ich nur? Ich gebe einfach meine Kostprobe. Wo ist denn Johanna? Hier. Ja, das ist vielleicht wichtig. Darüber werden wir noch reden. Ist Johanna eigentlich eine Heilige? Aber darauf kommen wir vielleicht später. Entscheidend ist, dass ich versuche hier, das muss ich ganz klar sagen, ich schreibe keine historischen Romane. Es ist eine hohe Kunst, aber die ist mir nicht gegeben und sie entspricht auch nicht meinem Erkenntnisinteresse. Menschen, die historische Romane schreiben, wissen ja alles. Das habe ich immer sehr beneidet. Sie wissen zum Beispiel, welche Farben die Vorhänge im Schlafzimmer von Napoleon hatten und so. Das ist irre eigentlich. Oder wer wann Kopfschmerzen hatte, ne? Und ich habe hier versucht, einen Weg zu finden, mich dieser Figur anzunähern, indem ich sie in die Gegenwart hole. Aber ich suche nicht nach einer Aktualisierung von Johanna. Und deshalb habe ich gedacht, ich lasse einfach, und damit sind wir eigentlich in Münster, hätte ich jetzt gesagt, oder zumindest an der Universität. Also ich habe das so inszeniert, dass sie das Forschungsobjekt eines Professors und seines Assistenten sind. Und wenn ich mich recht erinnere, auch die Erzählerin versucht, über Johanna wissenschaftlich zu arbeiten. Also Sie haben es hier eigentlich mit einem Campusroman zu tun. Doch, also in gewisser Weise, ja. So, und da gibt es diesen Professor. Der Professor ist ein etwas eigenartiger Typ, wie so viele Professoren. Er ist Spezialist für Jeanne d'Arc. Die Studierenden sind so immer etwas zurückhaltend und er wird nicht so zu ihren Festen eingeladen und versucht dann meistens, sich am nächsten Morgen im Hörsaal dafür zu rächen. Ich lese Ihnen jetzt ein kleines Stück aus der Vorlesung des Professors. Also, das ist das zweite Kapitel, das übrigens den Titel Stimmen trägt. Auf die Stimmen kommen wir vielleicht noch. Am Morgen danach große Stille im Hörsaal, Hitze und hektisches Kronen suchen. Ein Morgenversuch der Erinnerung zwischen 9:30 und 10. Gestern ein König auf Peitsches Balkon, Dr. Peitsche ist der Assistent des Professors. Gestern noch ein König auf Peitsches Balkon und heute ein Nichts. Nervöses Rascheln mit leerem Papier, bis endlich unser Professor auftritt, wie immer zu spät. Er sieht müde aus, enttäuscht, als wäre er gern mit dabei gewesen, aber nicht bis zum Schluss. Sein Hemd ist weiß und gebügelt, es riecht trotzdem nach Rauch, nach Pfadfinderstreichen, nach französischen Lagerfeuern, flankiert von Servierten für den Fall, dass man spuckt. Zähe Abende unter Messer und Gabel, von denen er uns bestimmt nichts erzählt. Stattdessen geht er zu Ordnungen über. Damen und Herren, etwas ist gestern verloren gegangen. Geblieben ist ein Wunsch nach Erklärung, kein Spiel, sondern eine ernsthafte Übung. Erkenne den König. Die Regeln sind einfach und klar. Nur leider hat sie niemand begriffen, bestanden hat keiner. Also fangen wir wieder von vorne an. Erstens. Um welche Krone handelt es sich? Zweitens, wie sah sie aus? Drittens, wer hatte das Recht, sie zu tragen? Wer erträgt überhaupt ihr Gewicht? Viertens, ist die Krone versichert? Wenn ja, bei wem, seit wann, für wie lange? Wie hoch sind die Kosten? Fünftens, wann hat man die Krone zuletzt gesehen? Auf welchem Kopf? Wem hat sie gepasst und wem passte sie nicht? Sechstens, war es die Krone, die dem Träger nicht passte? Oder umgekehrt der Träger der Krone, weil ihr der Kopf zu klein erschien? Siebtens, die letzte und schwierigste Frage, wie bringt man Kopf und Krone zur Deckung, ohne dass einer zu Schaden kommt? Kurz, wie krönt man richtig?
Stille im Hörsaal. Die Angst vor der Fülle der Möglichkeiten. 100 Antworten auf eine Frage. Kein Grund zur Sorge. Denken Sie nach in aller Ruhe. Überlegen Sie sich Ihre Antwort genau. Wir haben Zeit. Zögern Sie ruhig, bevor Sie entscheiden. Eine Übung in Eleganz und Geduld. Zögern adelt. Ein Zeichen von Klasse. Eine höhere Form von Präzision. Wie schnell macht man Fehler? Und wie lang und quälend die Reue danach? Wie leichtfertig wir schreiben, ohne an Konsequenzen zu denken? Erst denken, dann handeln. Das ist die Devise. Wir sind frei in dem, was wir denken und sagen. Also dürfen wir auch die Richtungen wechseln. Es ist nie zu spät. Wir können auch anders. Was bedeutet, wir können auch anders entscheiden und doch noch alles zum Guten wenden. Damen und Herren, erinnern Sie sich, was lehrt uns Johanna? Stille im Hörsaal. Wir zögern. Erst dann heben wir entschieden die Köpfe und rufen im Chor: Überstürzung ist ungesund und gefährlich. Sehr richtig. Stattdessen Ausdauer und Hartnäckigkeit, keine Silbe bleibt ungehört, alles wird jederzeit festgehalten. Also schreiben Sie mit und vergessen Sie eins nicht: Wir sind nicht mehr 19. Uns macht man nichts vor. Vor allem, wir machen uns selber nichts vor. Wir haben das Schlimmste schon hinter uns. Wir kennen die Regeln. Und die erste und wichtigste Regel lautet: Das meiste verwendet man gegen uns. Richtig. Also Vorsicht mit Kronen, Vorsicht mit Devisen und Fahnen, Achtung bei der Wahl Ihres Pferdes, bei der Wahl Ihrer Dame, bei der Wahl Ihres Ritters, bei der Wahl eines Knappen. Auf 100 Falsche kommt selten ein Echter. Aufgepasst bei der Wahl Ihrer Waffen, bei der Wahl Ihres Wappens. Sorgfalt bei der Wahl Ihrer Farben. Grün steht nicht jedem und Blau erst recht nicht. Eine Neigungswahl geht selten gut aus. Johanna kann ein Lied davon singen. Johanna. Johanna, du Prahlhans, Aufschneider Gottes, hast du wirklich geglaubt, du bist seine Tochter? Die Schwester von Jesus? Die Retterin Frankreichs? Die Jungfrau Maria? War Maria etwa stämmig und dreist, eilig und frech? Hatte sie Töchter, Söhne mit Schwestern? Maria hatte ein Einzelkind, einen eingeborenen Sohn, verwöhnt und berufen, gesenkter Kopf und gekreuzigte Knie. Und du, die zu kleine Schwester, träumst vom aufrechten Federbusch, von Schwertern und Schlachtwind, von Pomp und Posaune, und wie du dich aufbläst bis über die Ohren, immer reitend und himmelwärts. Dabei ist dein Reich nur von dieser Welt, genau wie du selbst. Kein schönes Gesicht und zu kurze Beine, eine Leiter, um in den Sattel zu kommen. Jede Wette, das geht nicht gut aus. Warum bist du nicht einfach zu Hause geblieben, um Schafe zu hüten und Kränze zu flechten und unter dem Feenbaum weiter zu träumen, bis einer vorbeikommt, der dich ehrlich gebraucht? Denn irgendeiner kommt immer vorbei, auch einer, der kurze Beine mag, auf Gesichter pfeift und fast alles auf innere Schönheit setzt. Der uns Dinge ins Ohr sagt, die klar sind und wirklich. Kein Engel, sondern ein richtiger Mann mit einer Stimme, die uns von höheren Stimmen erlöst, von Stimmen, die Jungfrauen einreden wollen, dass sie reiten sollen und Könige krönen und Kriege führen und Länder befreien. Denn stattdessen könnten wir kochen und spinnen und heimlich häusliche Feuer schüren, denn längst ist erwiesen, auch die Hausfrau kann es zur Heiligkeit bringen. Krieg herrscht ja bekanntlich fast überall. Auch in Vorgärten lassen sich Fahnen hissen und Schädel spalten, falls einer unberufen die Schwelle betritt. Nur die Jungfrau muss hoch und höher hinaus, weil Johanna drei heilige Stimmen bedrängen. Katharina, Margarete und Michael, drei verkleidete Engel, die alles andere als heilig sind. Das weiß ich genau.
Man macht mir in dieser Sache nichts vor. Die Geschichte fällt durch. Die Wahrheit ist wie immer sehr einfach. Johanna wollte nur schön sein. Sie wollte gefütterte Rüstungen tragen. Sie wollte den anderen das Fluchen verbieten und sich selber mit großen Gebeten schmücken, um als Siegerin in die Schlacht zu ziehen. Nur weiß sie nicht, wie man Rüstungen trägt, weil sie nicht weiß, was ein Ritter ist. Denn wüsste sie, was ein Ritter ist, dann wüsste sie allerdings mehr über Damen und wie eine Haube auf Rüstungen trifft, ohne Schaden zu nehmen. Auch wie man Blicke und Handschuhe wirft, wie man Wörter verliert und Flüche aufhebt und wie man sich nachher beim Warten auf Antwort elegant in leiser Geduld übt. Ich übe das auch, schon seit Jahren. Zögern adelt. Eine Übung, von der Johanna nichts weiß, weil sie den Professor nicht kennt. Aber sie wird den Professor noch kennenlernen. Für jeden von uns ist einer dabei. Und jeder von uns ist irgendwann dran, denn der Professor ist unbestechlich. Er fängt jedes Mal wieder von vorn an, bis es der Letzte begriffen hat. Kann zwar sein, dass er dabei manchmal leicht stottert oder gelegentlich etwas errötet, je nachdem, wer auf dem Prüfstein steht, sitzt, aber das macht nichts. Selbst sein Stottern ist unerbittlich. 100 Antworten auf eine Frage. Nur die Frage ist immer dieselbe. Wie krönt man richtig? Ja, vielen Dank auch dafür. Stimmen, hast du gesagt, die Stimmen, die Johanna hört. Dann auch die Stimme, habe ich mich jetzt gefragt, wer spricht? Ja. Also am Anfang hat der Professor gesprochen, der aber auch mehr Fragen als Antworten gibt. Und dann, wer spricht? Also wir werden jetzt, kommen hier jetzt vielleicht doch nochmal auch stärker zu dem Religion und Politik oder Politik in erster Linie, weil wir da natürlich eben diese spätere Konfrontation der Systeme haben, den Blick aus dem sowjetischen Blickwinkel damals auf die USA. Aber auch da vielleicht dieses unterschwellige Mitlaufen eben immer wieder, was auch immer wieder anzitiert wird, diese Idee des neuen Menschen, ich hatte das vorhin schon gesagt, was eben prägend war, auch sicherlich für deren Blickwinkel damals, auch für diesen Vergleich, den sie quasi implizit ziehen zwischen ihrer Heimat, der Sowjetunion und den USA. Magst du daraus zunächst noch lesen und wir dimmen noch mal ab, oder? Ja. Ja, mich hat das fasziniert. Es geht ja hier um eine Gegenüberstellung eigentlich des zweier Imperien und es ist ganz klar, ich meine, Religion und Politik sind ja schon mit bei Johanna im Spiel, das ist ja eine hochpolitische Situation, in die dieses Leben hineingestellt ist und das zu trennen, also Religion ist ja keine poetische Spielerei und überhaupt dieser Wunsch, ein Imperium zu gründen, ein Territorium zu besetzen und es ideologisch auf eine Weise aufzuladen, die sozusagen auch eine Macht zu sichern hat und dann vielleicht eine größere nicht duldet, also die Geschichte der Sowjetunion und natürlich nicht weniger die US-amerikanische ist so vollgestopft mit Mythen und im Grunde, man denkt dann immer Amerika und alles pragmatisch, Sie wissen, Amerika ist ein religiös extrem aufgeladenes Land und ähnlich ist es ja auch mit dem Traum vom neuen Menschen, auf den wir noch kommen werden. Aber es ist auch ein Land der Wünsche und der Märchen und des Glaubens an das Unmögliche. Und das ist unglaublich überhöht. Und wenn man durch dieses Land reist, spürt man natürlich, ich komme wieder auf die Frage der Wirklichkeit, nicht? Es ist das Land, wie heißt es schön, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dem das Unmögliche möglich wird. Und das ist natürlich eine Art von Märchen. Deshalb gibt es hier zum Beispiel bei der Reise durch Silicon Valley, wo sie dann auch hinfahren, stellen sie dann fest, dass, da sind wir wieder bei hier, ChatGPT etc., dass die Nerds, die dort neue Sprachen entwickeln, tatsächlich, das ist aber eine Hoppe-Erfindung, Märchenbücher lesen, weil das Märchen, und das
gebe ich doch zu bedenken, das Märchen hat sämtliche Errungenschaften, die wir heute technologisch vorfinden, vorweggenommen. Alles das, was wir heute haben, gibt es im Märchen. Es gibt die fliegenden Teppiche, es gibt das Aufheben von Zeit und Raum, es gibt den Knüppel aus dem Sack. Also das Märchen hat alles Virtuelle vorweggenommen. Und damit komme ich, bevor ich mich verquatsche, hier zu dieser Textstelle. Es geht hier um den technischen Fortschritt. Das haben Anfang des 20. Jahrhunderts Ilf und Petrov schon unendlich bewundert, weil ihnen natürlich sehr bewusst war, dass sie als, als Sowjetbürger eben doch bei aller ideologischen Kampfansage dann doch feststellen mussten, die Amerikaner sind etwas weiter in der technischen Entwicklung. Die Frage, die wir uns heute ganz anders stellen, ist, wo gehen wir da eigentlich hin? Und ich lese ein ganz kurzes Beispiel. Das ist jetzt im 21. Jahrhundert und die Erzählerin befindet sich in einem Hotelzimmer. Als ich wenig später abends unter der Dusche stand, die wie in allen Hotels der besternten Welt keine Frage von laufendem Wasser ist, sondern schlicht eine Frage des Lebensstils, keine Dusche also, sondern ein Statement, versuchte ich mir, nackt wie ich war, vorzustellen, wie es Ilf und Petrov hier ergangen wäre auf der Suche nach Wasser, Seife und Licht. Wahrscheinlich hätten sie Stunden gebraucht, um zu begreifen, dass der Hahn in der Wand, genau wie der Fahrstuhl, nicht mehr auf die menschliche Hand reagiert, sondern auf nichts als ein Zauberwort. Ich kannte es nicht und brauchte geschlagene 10 Minuten, bis ich die einfache Formel entdeckte und begriff, dass ich die Lippen an den Duschkopf geschmiegt, der wie ein digitales Telefon aussah, einfach nur Schauer sagen musste, um das Wasser endlich zum Fließen zu bringen. Der Seifenspender hörte auf Soap und der Temperaturregler schlicht auf einfache Zahlen. Ich musste an Mr. Ripley denken, der vermutlich begeistert gewesen wäre vom Charme der Konstruktion einer Dusche, aus der, sobald der Gast die Kabine betritt, leise Musik, I am sailing, ertönt, die erst dann wieder verstummt, wenn der Gast zum ersten Mal nach dem Handtuch greift, das sich gleich nach Gebrauch wie von selbst zurück an den Haken hängt. Kein gewöhnlicher Haken natürlich, sondern eine beheizbare Stange, an der das Handtuch sekundenschnell trocknet, damit sich kein falscher Geruch breit machen kann. Nicht die kleinste Erinnerung an die Vergangenheit im Motel Super 8 oder an irgendein anderes Motel dieser Welt. Denn hier im Zero One herrscht die Gegenwart. Man hört immer ein und dasselbe Lied, Sailing, immer wieder von vorn, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, so lange, bis man wieder zum Handtuch greift, nach einem zweiten, weißen und noch weicheren Handtuch, dem letzten Zeugnis einer versinkenden Welt. Denn auch Handtücher wird es bald nicht mehr geben. Das fließende Wasser verwandelt sich perfekt abgestimmt auf die Länge des Liedes in 3-4 Minuten in warmen Wind, der von allen Seiten auf einmal bläst und den zitternden Körper im Handumdrehen trocknet. Danach wird, insofern man das Codewort kennt, der Körper von oben bis unten gesalbt, wobei uns eine freundliche Stimme, Frauenstimme, Mezzosopran, an das Gebot der Entspannung, Relax, erinnert, bevor es kurzfristig endlich dunkel und still wird. Erst dann geht wieder der Fernseher an und wiederholt den vertrauten Begrüßungstext, mit dem man uns bereits vor Stunden empfing. Nach Lichtschaltern hätten Ilf und Petrov hier übrigens vergeblich gesucht, weil der Gast inzwischen kein König mehr ist, sondern ein Gott, der mit seiner Schöpfungsgeschichte nackt in einem Hotelzimmer steht und, um die Dunkelheit zu besiegen, laut und vernehmlich, es werde Licht, ruft. Schreiben Sie das in Großbuchstaben in Ihre Notizbücher, Gentlemen, Licht. Denn obwohl Sie das Wunder der Metamorphose nicht mehr erleben konnten, jenen winzigen Quantensprung, wie aus dem alten Menschen der Neue wird, von dem Sie damals nur träumten, sollten Sie unbedingt wissen, dass Ihre Mission sich erfüllt hat, dass es endlich vollbracht ist, dass kaum 80 Jahre nach Ihrer Reise ins Imperium nebenan
der große Menschheitstraum mühelos Wirklichkeit wurde, weil alles, was damals fantastisch schien, plötzlich mit Händen zu greifen ist, weil man längst keine Hände mehr braucht, um zu begreifen, dass alles wirklich tatsächlich da ist. Also legen Sie endlich den Stift aus der Hand und hören Sie einfach auf, mitzuschreiben. Denn der neue Mensch ist ein anderer Mensch, kein Schreibender, sondern ein freier Mensch, ein traumloser Mensch, ein glücklicher Mensch, der weder dichten noch zeichnen noch singen muss, um seiner Ewigkeit sicher zu sein. Statt langer Briefe kurze Kommandos, leise Befehle, ohne die Stimme zu heben, denn die Maschine versteht sofort, was man will. Upgrade, Wasser, Seife, Licht, das große Glück der Elektrifizierung. Ja, ich denke, wir haben hier nochmal gesehen, dass es nicht nur die Bibel ist, die zugrunde liegt und die variiert wird hier in deinen, ja, ich bleibe immer noch dabei, Sprachspielen dann auch oder Sprachwelten, die hier entfaltet werden, sondern eben auch, ja, hier die Idee von dem neuen Menschen, die Idee von dem Glück, das zu finden sei, die aber auch ironisiert wird hier, die sicherlich auch erschreckend ist in dem, wie sie jetzt geschildert wird, als Verwirklichung. Was den Text auch durchzieht, und darauf würde ich gerne noch kommen, ist ein wiederkehrendes Aufgreifen eigentlich des Beginns des Romans Anna Karenina von Tolstoi. Also ich glaube, die erste Stelle ist relativ zu Anfang, wo es heißt, dass es ist Snowden, der sich endlich in einen russischen Roman verwandeln wolle, der mit dem einfachen Satz beginnt: Alle glücklichen Spione sind einander ähnlich, jeder unglückliche Spion ist unglücklich auf seine Weise. Anna Karenina beginnt mit: Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Und Tolstoi erzählt im Grunde von dieser unglücklichen Familie Anna Karenina, um außerdem eben den, ja, für ihn wohl das wahre Glück findenden Levin als Gegenpol darstellen zu können. Und das wäre eben einer, der seinen Glauben wiederfindet, der dann im Grunde auch verharrt oder in einem ja, das hat auch was Statisches dann, wovon man eben nicht erzählen kann, weil es so ein Zustand ist, den er dann findet und in dem er eigentlich auch bleiben will, was natürlich auch nicht so ganz gelingt, aber das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage, eben dieses, inwieweit lässt sich denn überhaupt erzählen von diesem Glück finden, von diesem Glauben finden, oder ist es dann eben doch auch dieses, dass das Erzählen auch gegen solche Vorstellungen laufen muss? Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage, weil es ja natürlich so ist, wenn es keinen Widerstand gibt oder ich keine Schwierigkeiten einbaue oder Widerstände, deshalb erfreuen sich ja unglückliche Familien so großer Beliebtheit in der Literatur oder im Film oder überhaupt, weil man ja immer davon ausgeht, dass das Glück sozusagen die Dinge zum Stillstand bringt und dass man eben diesen Widerstand zum Erzählen nicht mehr hat. So. Da wäre es interessant, zurückzugehen in eine andere Ära des Erzählens. Das ist, glaube ich, interessant. Also ich meine, in Tolstois Fall es liegt das auf der Hand, dass er sozusagen sich auch diese Möglichkeit braucht, diese andere Geschichte so zu erzählen. Er muss es dann konterkarieren. Aber es gibt natürlich auch Heiligenlegenden oder eine heute, glaube ich, sich nicht mehr großer Beliebtheit erfreuende Gattung, die Erbauungsliteratur oder diese ganz alten Geschichten aus der Gesta Romanorum zum Beispiel, wo Geschichten erzählt werden, die uns heute maßlos oder mich jedenfalls unglaublich irritieren, weil wir dieses Weltverhältnis überhaupt nicht mehr haben. Nicht? Dazu kommt ja auch unsere Form von Individualität, also dass wir ja nach Charakteren suchen und uns mit Typen dann eher nicht identifizieren. Also das ist literaturwissenschaftlich ein wahnsinnig interessantes Thema. Und es ist ja genau das im Grunde auch, wogegen auch Tolstoi da anschreibt. Also wo er sich einreiht in eine Traditionslinie der russischen Literatur oder russischen Denkens, die da eben so ein, ja, schon auch eine Exzeptionalität des Russischen zu einem im Glauben sein und im Glauben gefunden sein behauptet. Was, ja, wo wir heute sehen, wohin das führt, bis hin zu Waffensegnen durch die Kirche, das wäre vielleicht auch nochmal meine
Schlussfrage als Slawistin, bevor wir zu unserem Münsteraner Schluss kommen. Wie blicken wir beide oder wie blickst du eigentlich eben jetzt nach fast 30 Jahren auf unsere Neugier, Begeisterung, die wir damals hatten für das, was passierte in Russland in den 90er Jahren und was uns sicherlich dazu gebracht hat, eben Russisch zu lernen? Wie blicken wir da heute drauf? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich für den man eigentlich wieder einen eigenen Abend brauchte, um kurz auf Tolstoi zurückzukommen. Ja. Das ist ja eben interessant, dass wir hier einen großen Schriftsteller, falls man das so unreflektiert diesen Begriff benutzen kann, haben, der sich dann ja dem Glauben so stark zuwendet und darüber im Grunde ja sein Werk verwirft. Und das ist doch etwas Hochinteressantes in der Bewertung, nicht? Also dann zu sagen, ja, im Grunde ist ja dieses ganze Schreiben, dieses Dancing Around, nicht, ist ja eigentlich zu nichts nütze. Und hier entwickelt sich eine merkwürdige Radikalität, die dann eine Art von Fokus hat, der ja zu einer gewissermaßen auch zu einer Weltabwendung führt. Und wir haben ja diese Dinge in den heiligen Legenden, in den heiligen Geschichten tauchen diese Dinge auf. Und ich glaube ja, wenn ich jetzt die 30 Jahre, die zwischen unserem gemeinsamen Russischkurs liegen und heute, ich habe das ja, ich verfüge bei weitem nicht über die Sprachmächtigkeit von Irina. Mein Russisch ist sehr zuschanden gegangen, weil ich es nie praktizieren konnte. Ich wollte es erlernen, weil ich in Amerika studiert hatte und ich wollte einen Gegenpol haben, weil ich es unglaublich wichtig finde und wie sehr uns das fehlt, merken wir ja heute, einfach die mittel- und osteuropäische Geschichte auszuloten. Und heute hilft mir das sehr, vieles von dem zu verstehen, was dort vor sich geht. Muss aber auch dazu sagen, dass ich mich mit der sowjetischen Geschichte intensiv befasst habe, dass mir die ukrainische Geschichte demzufolge sehr vertraut ist. Das sind Dinge, die kosten Arbeit und Mühe. Und es gibt natürlich eine Trübnis vielleicht. Also vor 30 Jahren, würde ich sagen, bin ich an das Russische natürlich naiv herangegangen, weil ich diese Sprache wunderschön finde und sie übrigens auch immer noch schön finde. Und denke, dass man aus dieser Literatur schöpfen kann, aber es ist ein hochkomplexes Gebiet. Nur auch hier gilt, wenn die Angst bei mir ist, habe ich keine Angst. Die Angst nimmt mich bei der Hand und führt mich. Es ist sehr, sehr wichtig, sich dieser Kultur zu konfrontieren, gerade im Hinblick auf das, was Religion hier auch im nicht guten Sinne, ich meine, das hat sehr stark zu einer großen Passivität geführt, die ihre Gründe hat. Und wenn man diese Geschichte nicht kennt, dann versteht man eben vieles nicht. Ja, danke auch dafür. Und du wolltest mit einem... Ich weiß jetzt nicht, wir sind jetzt schon 2 Stunden, sitzen Sie hier freundlicherweise aufmerksam. Den Schlusstext, ja, der muss eigentlich sein. Als Münster gehört. Ein andermal zum neuen Menschen, der uns ja schon in der Bibel begegnet und wo man sieht, wie sehr sich Ideologien eben an biblischen Mustern orientieren, um sie abzuschütteln eigentlich. Und dann gelingt es aber doch nicht. Ich lese Ihnen jetzt zum Schluss eine kleine Geschichte vor, die durch Münster inspiriert ist. Sie wissen ja, dass im Dom zu Münster ein großer Heiliger sich befindet. Er steht dort. Also. Andere haben Lieblingssänger oder Lieblingsschauspieler. Mir dagegen sind 14 heilige Nothelfer näher, denen ich schon seit Jahrzehnten einen Roman widmen möchte, aus dem bis heute allerdings nichts geworden ist. Aus Gründen, die sich verbergen, bin ich nie über Jeanne d'Arc hinausgekommen, obwohl sie bei Licht besehen gar keine Heilige ist und auf der Liste meiner persönlichen Nothelfer nicht vorkommt. Zu Jeanne d'Arc kann man nicht beten, man liebt oder hasst sie, im besten Fall bewundert man sie. Mein Verhältnis zu den Heiligen ist auf fahrlässige Weise unhistorisch und schwankend, also alles andere als ernsthaft theologisch begründet,
sondern von alten Bildern grundiert, die mich seit meiner Kindheit begleiten. Bilder, auf denen man meinen Favoriten, Christophorus, häufig als Riese mit Stab sieht, der das Jesuskind, also mich, auf seinen Schultern über einen gefährlichen Fluss trägt. Die ostkirchliche Tradition stellt Christophorus gern auch hundsköpfig dar. Dieser heidnische Hundskopf hält sich bis heute mit großem Abstand auf Platz 1 meiner ganz persönlichen Liste, unmittelbar gefolgt von St. Georg und dem heiligen Martin. Auf die Nennung der anderen Nothelfer sei an dieser Stelle verzichtet, denn sie wechseln ständig, je nach Not und Bedürfnis, wie das unter Katholiken so üblich ist. Man nimmt, was man braucht und lässt den Rest kurzfristig links liegen. Doch während Martin und Georg gern als rettende Ritter und Reiter auftreten, die alte Drachen erschlagen, Jungfrauen retten, sich vor Berufungen, höheren Wein und schnatternden Gänsen fürchten und von oben herab ihre Mäntel teilen, um sich durch die gute Tat zu veredeln, gibt es bei Christophorus nicht die geringste Spur eines Wunsches, in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken, das ihm auch nur entfernt eine Bühne verschaffen könnte. Der große Auftritt ist dem heidnischen Riesen fremd. Auf der christlichen Bühne der guten Taten kann er nicht punkten, weil man nicht spielen kann, was man längst ist, der erste und größte Diener von allen. Eine Rolle, die man sonst kaum einem Heiligen abnimmt. Die meisten Heiligenlegenden sind von einem Ehrgeiz grundiert, der uns verdächtig bekannt vorkommt. Sie begehren gegen ihre Väter auf, stellen sich wie Franziskus nackt auf den Marktplatz und sagen sich von ihrer Kirche los, um kurz darauf neue Orden und frische Klöster zu gründen und durch die Hintertür selbst wieder Päpste zu werden. Sie verwandeln ihre Wünsche in Wunder, suchen bevorzugt Wüsten auf und kämpfen mit Teufeln und Dämonen. Der Durchschnittsheilige ist immer auf der Suche nach seinem persönlichen Drama, weil er sich nur zum Schein von der Welt verabschiedet hat. Nichts davon bei Christophorus, der auf keiner Abbildung allein zu sehen ist, also niemals ohne den, der ihn trägt, weil er, schönstes und größtes Paradox, den, der ihn trägt, selber tragen muss. Er ist der tragende Diener in reinster Figur und verkörpert damit einen Typus, von dem heute selten bis nie die Rede ist. Sein wie Christophorus ist keine Parole. Hier seine Legende, als heidnischer Riese mit Hundskopf geboren, vorläufig auf den Namen Reprobus getauft, wird er mit dem Übermaß seiner Kräfte und seinem Mangel an Eigeninitiative nicht fertig. Mit dem Wunsch, sich trotzdem nützlich zu machen, begibt er sich auf die Suche nach dem mächtigsten Herrn der Welt, um in seine Dienste zu treten. Erste Station, Diener des mächtigsten Königs der Welt, bis er diesen bei seiner Angst vor dem Tod ertappt, an der Macht seines Herrn zu zweifeln beginnt und ihn zugunsten eines anderen verlässt. Zweite Station, Diener des Teufels, der leichtfertig vorgibt, weder den Tod noch sich selbst zu fürchten, sich allerdings vor jedem Kreuz am Wegrand verbirgt und damit das Misstrauen seines Dieners weckt, der sich daraufhin ein zweites Mal lossagt, weiterwandert und an jenen Fluss kommt, wo ihm ein Einsiedler ein neues Amt anträgt, das der Riese umgehend annimmt. Dritte Station, Fährmann. Mit einer Hütte am Fluss und einem Stab in der Hand, um die Reisenden sicher ans andere Ufer zu bringen. Parole, Fährmann, hol über. Auf den ersten Blick eine einfache Arbeit, wie geschaffen für einen, der stark und hundsköpfig ist und dem das Wasser des Flusses über die Knie nicht hinausreicht. Doch in Wirklichkeit ist er mit Warten beschäftigt, mit der Hoffnung auf einen noch größeren Auftrag, den auch der beste Diener niemals erfüllen kann. Bis eines Tages plötzlich die Stimme eines Kindes ertönt. Fährmann, hol über. Und wie der Fährmann sich wendet, sieht er das winkende Kind und zögert keine Sekunde, es aufzuheben. Setzt es sich auf die linke Schulter, ob es nicht doch die rechte ist, das überlasse ich hier der Kunstwissenschaft, und trägt es hinein in den Fluss.
Doch der vertraute Fluss wird zu einem Gewässer, das den Knien und Schritten des Riesen Widerstand leistet, während das Kind auf seinen Schultern zunehmend schwerer und schwerer wird wie der träge Fluss selbst. Und zum ersten Mal in seinem Leben beginnt der Riese, sich wirklich tatsächlich zu fürchten. Dass sie trotzdem das andere Ufer erreichen, ist nicht der bildenden Kunst geschuldet, sondern einzig der Kraft und dem Wunsch des Riesen, seine Aufgabe zu einem guten Ende zu bringen. Dass er auch nur einen einzigen Augenblick daran gedacht haben könnte, dabei eine möglichst gute Figur abzugeben, darf wohl bezweifelt werden. Denn er war nicht mit sich, sondern mit seiner Sache beschäftigt. Weshalb sich auch die Frage erübrigt, wie der heidnische Hundskopf sich gefühlt haben könnte, als er in der Mitte des Flusses plötzlich daran zu zweifeln begann, ob er das andere Ufer jemals erreichen würde, weil ihm das Kind auf seiner Schulter plötzlich bleischwer wird. Denn er trägt kein Kind, sondern das Gewicht der Welt. Dass Christophorus das andere Ufer trotzdem erreicht, hat ihn zu einem der populärsten Heiligen in Raum und Zeit gemacht. Denn als Fährmann muss er für so gut wie alles herhalten. Er ist der Schutzpatron der Reisenden, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, rettet aus jeder Gefahr, tritt als Patron der Ärzte nicht nur gegen plötzlichen Tod, sondern auch gegen Pest und Corona an und, für Klimaschützer, gegen Dürre und Hagelschlag. Doch auch für die Sesshaften ist er zu haben. Er ist der Schutzpatron der Buchbinder, der Bleicher und Pförtner. Er verteidigt die Obst- und Gemüsehändler, schützt die Bogenschützen gegen die Straßenwärter und die Autofahrer vor den Rennradfahrern. Aber seien wir ehrlich, welcher Autofahrer weiß wirklich, wer ihn begleitet, wenn er die Plakette von Christophorus in seinem Cockpit befestigt? Und an was denken die, die ihn im Dom zum Münster bestaunen, wo so riesig und überlebensgroß in Stein und Szene gehauen, sein Leben mit seinem Bild kaum mehr zur Deckung kommt? Im Dom zum Münster, aber nicht nur dort, erscheint der Diener weit größer als sein Dienst, weil das Kind immer kleiner scheint als sein Träger. Doch wer die beiden etwas länger betrachtet, wird irgendwann merken, dass Diener und Herr ein und derselbe sind, weil das Kind mit der Weltkugel in der Hand nichts anderes ist als der, der es trägt. Christophorus und sein König sind eins geworden, in der gemeinsamen Hoffnung, mit einem letzten Fährmann hohlüber an einem Ufer zu landen, von dem wir nichts wissen. Weshalb wir wohl davon ausgehen dürfen, dass der hundsköpfige heidnische Riese auch der Patron aller Fliehenden und Geflüchteten ist, die dieser Tage versuchen, über die Meere zu kommen. Nichts gegen Johanna, die um das alte Europa kämpft, und nichts gegen Georg und Martin, die immer noch Drachen und Mäntel zerteilen, und auch nichts gegen die restlichen elf, die gegen Zahnschmerzen helfen und verlorene Brillen finden lassen. Aber der einzige Schlepper unter den 14 ist und bleibt nun einmal Christophorus, der, sobald er das Kind ans andere Ufer gebracht hat, sich vermutlich kurz vor seinem König verneigen wird, um danach wieder zurück in den Fluss zu steigen und schlicht und einfach seine Arbeit zu machen. Was Wunder also, dass man zwar nicht in der Kirche, dafür aber bei Porsche seinen wahren Warenwert schon vor 70 Jahren erkannte. Seit 1952 ist das Firmenmagazin Christophorus der beste Begleiter eines der schönsten, hellsten und schnellsten Autos der Welt. Vorzug und Patron in einer Person, von dem die meisten Christophorus-Abonnenten vermutlich bis heute nichts wissen. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, denn nicht nur Gott, sondern auch seine Heiligen sind bis heute im Verborgenen tätig. Dankeschön.